So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Biam. Guck mal, hier haben wir ein Smiley mit Blut und Einschusslöchern an die Wand gemalt. Ist das nicht lustig? Nein? Ach, dann nicht. Stimmt, diesen Gang hatten wir auch schon. Ja, wie ihr an den HP merkt, ich hab's getan. Ich bin wirklich nochmal den ganzen Weg abgelaufen, um ein Medipack zu sparen. Na, 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 na. Gut, dass wir hier eins haben. Stay out of my way. Wer sagt das? Warum sagt er das? Nein. Ich will aber an diese Deit Salty Sassy, was auch immer. Also, wir können uns gerne darauf einigen. Du hörst auf, Menschen zu essen, und ich höre auf, dich zu jagen. Es ist kein Safe hinter dem Bild. Hinter dem aber auch nicht. Oder ein sehr kleiner. Echt jetzt? So ein Umweg. Aber was ist das für eine Waffe? Haben wir die voll? Das ist gut, das kann ich mir merken. Ah, Machine Gun Mobile. Wie unerwartet. Ey, wir haben, glaube ich, den unfähigsten Supersoldaten, den ich je gesehen habe. Da hängen Metallstreben in den Weg, die sich leicht bewegen lassen. Ich kann da nicht durch. Schieb sie weg. Telefon. Medipack. Okay. Saving Checkpoint. Oh. Nicht, lass ich.
Haben wir eigentlich schon irgendwo einen Geheimgang oder einen Alternativweg verpasst? Ich glaube nicht, oder? Seltsames Kerlchen. Der hatte gar keine Waffe dabei. Trotzdem seltsames Kerlchen. Na, noch einer? Vielleicht? Ja, nein, möglicherweise noch einer. Ja. Ah, jetzt haben wir es, oder? Warum kann er eigentlich nicht klettern? Warum ist hier eine Tür? Okay. Wir haben jetzt drei Nachrichten gehört, zwei von demselben und der scheint hier in der Entwicklung tätig zu sein. Und einen von einem, wo ich nicht richtig zugehört habe. Ich weiß, es ist gut. Ja, das letzte klang halt so nach. Politik, Politik, Politik. Wie unfähig ist unser Supersoldat bitte? Er kann nicht mal auf ein Fenster klettern. Und ein Metallgatter hochschieben kann er auch nicht. Dann fresse ich halt die beiden Medipacks hier. So. Was haben sie nur davon? Keine Secrets verpassen. Ah,
Heißt das, ich werde gleich wieder angegriffen? Ein Medipack auf Vorrat. Krasser Bildschirmschoner. Aber ehrlich gesagt doch gar nicht mehr nötig in der heutigen Zeit. Ich meine, wir haben ja keine Bernsteinbildschirme mehr, in die sich das Bild einbrennen kann. Wir haben ja meist nicht mal mehr Röhrenbildschirme wie die hier. Sie haben hier Flachbildschirme wie er. Oder sie. Wobei. Call me. Okay. Ja, doch, das ist schon das modernere Büro. In dem letzten Lagerhaus, wo wir waren. Ah, eine Pistole. Na gut. Shotgun. Ist jetzt nicht so die Höhe. Und wieder ein Loch in der Decke. Ich glaube, diesmal sollen wir hoch. Ja, es sieht so aus, als müssen wir nach oben. Ah, cool. Hey. War nicht ganz so effizient, wie ihr gedacht habt. Ich muss nachladen. Auch nicht unbedingt, was man sich unter der Fähigkeit der Spezial-Klontruppe vorstellt. Sie zwingt andere Leute zum Nachladen. Impressive ist anders. Und ihr meint jetzt, dass ich hier irgendwie an die Decke springen kann, oder wie habt ihr euch das vorgestellt? Was soll ich hier weitermachen? Ah, hier geht's weiter. Ja dann. Ich finde es lustig, dass sie einfach nicht genug aushalten, um im Nahkampf durch den Kugelhagel zu kommen. Aber trotzdem keine Fernkampfwaffe dabei haben. Don't
shoot. My name is Norton Mapes. I'm an engineer. Shit, it's a civilian. Give him a comm link. Also hier liegen so viele Medikits rum. Hello? Who are you people? The good guys. Are you all right? Oh sure, I'm having a hell of a time. You said you're an engineer? Can you help me get into the network? What am I, an IS lackey? Tell you what, you disable the local security system, and I'll see what I can do about the server. I can disable it remotely once I'm logged in. No, you can't. It's on a separate network. It's back that way. Why do you want us to bring down the security system anyway? Never mind why. You want my help, that's the price. Okay, da können wir nicht rein. Wir können es zwar kaputt machen, aber wir können da nicht rein. Heißt das, wir kommen da über andere Wege rein? So spontan würde ich jetzt sagen, nein. Und was ist das Security System hier drin? Just wait here. Okay, ich kann durch ihn durch. Run along. Ja, wenn das Security System down ist, dann gehen sicher alle Fallgitter auf. Schießen. Ja, das scheint hier sein Büro zu sein. Und er wurde offensichtlich wegen sexueller Belästigung angesprochen und gebeten, es zu lassen. Vielleicht möchte er deswegen in das Sicherheitssystem. Okay. Naja, bla bla. Bravo, bravo, bla bla bla. Hm, hier ist er. Wir merken, zwei Cola-Automaten führen zu ihm. Und hier ist... ein unglaublich solides Metallgitter. Kugelsicheres Metallgitter sogar. Ja, das ist der Alternativweg. Ich sollte vielleicht die Taschenlampe irgendwann noch ausmachen. Gut. Das heißt, in den nächsten Part haben wir direkt wieder eine Schießerei hier vor der Tür. Hier so. Dann laufen sie schon. Dann würde ich soweit mal sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.